Eines Tages meinte Herr Hitler zu mir, ich solle mit ihm in den Saal kommen. Dort spielte man dann eine Aufnahme von Liszts Präludes. Und er sagte, die allerersten Takte aus diesem Musikstück würden die Siegesfanfare des nächsten Feldzuges sein, der am folgenden Tag beginnen sollte. Und das Ziel dieses Feldzuges lautete Russland. Es war die größte Schlacht, die je an Land geschlagen wurde. Die armseligste und blutigste, durch die 25 Millionen Menschen den Tod fanden. Es war der frontale Zusammenstoß der zwei mächtigsten Armeen, die die Menschheit je gesehen hatte. Keine andere Schlacht der Geschichte kann sich, was die Anzahl der Truppen, die Länge der Front, die Massen der Gewehre, der Granaten und Panzer angeht, mit dieser vergleichen. Und es wird sicher keine in dieser Größe mehr stattfinden. Prähistorische Monster, die sich aus dem urzeitlichen Schlamm erhoben. Halb blind, hirnlos und vor allem unvorstellbar brutal gingen sich die beiden größten totalitären Mächte aller Zeiten gegenseitig an die Kehle. Es sollte ein Kampf auf Leben und Tod werden. Ein Kampf zur Beendigung der alten europäischen Vorherrschaft in internationalen Angelegenheiten. Ein Kampf zur unwiderruflichen Verschiebung des Gleichgewichts der Kräfte. Denn der Sieger sollte, vor Beginn der Schlacht unvorstellbar, weltweit die Nation Nummer 1 werden. In der Lage, sich hinsichtlich materiellem Wohlstand und technologischer Ressourcen dem Niveau der Vereinigten Staaten zu nähern und sie schließlich zu überflügeln. Seit seiner Machtergreifung in Deutschland 1933 hatte Hitler mit dem Gedanken gespielt, Russland zu irgendeinem Zeitpunkt anzugreifen. Und sogar schon vorher, wenn man der Nazi-Bibel Mein Kampf Glauben schenken soll. Denn darin hatte er geschrieben, wenn wir von neuem Territorium sprechen, müssen wir an Russland denken. Das Schicksal selbst weist den Weg dorthin. Doch zunächst verfolgte Hitler mit seiner Russlandpolitik dasselbe Ziel wie zahllose preußische und deutsche Staatsmänner vor ihm, die Isolation des Landes. Man pflegte keine Beziehungen und wollte zumindest dafür sorgen, dass die Russen auch keine Freunde hatten. Das Misstrauen der Westmächte gegenüber dem Kommunismus Mitte der 30er Jahre kam ihm dabei sehr entgegen. Das Abkommen von München war nur eine von vielen internationalen Vereinbarungen, von denen die Russen ausgeschlossen wurden. Obwohl sie Verbündete der Tschechen waren und als einziges Land versprochen hatten, ihnen im Falle eines Feindangriffs zu helfen. Wie der amerikanische Präsident Roosevelt sagte, die wohlhabenden Klassen in England haben solche Angst vor dem Kommunismus, der sie bislang in keinster Weise bedroht hat, dass sie sich in die Arme des Narzissmus geworfen haben und nun nicht mehr wissen, wohin sie sich orientieren sollen. Sein Name steht genauso darauf wie meiner. Nach dem Münchner Abkommen schienen die noch immer isolationistischen Vereinigten Staaten erleichtert, dass ein Krieg in Europa abgewendet worden war. Doch im Grunde interessierte es sie kaum. Sowohl Großbritannien als auch Frankreich verfolgten gegenüber Hitler weiterhin ihre Beschwichtigungspolitik. Naziführer wie Ribbentrop wurden in Hauptstädten wie Paris warm empfangen, obwohl man bereits von den schrecklichen Gräueltaten an den Tschechen und deutschen Juden durch die Nazis wusste. Dennoch wurden immer wieder feierlich wertlose Papiere unterzeichnet. Die westlichen Staatsmänner prüften sogar ernsthaft Hitlers Idee einer Großukraine unter der Regierung deutscher Handlanger, weil man trotz allem hoffte, Hitlers Expansionslust auf Kosten des verhassten Russlands zu befriedigen. Dem russischen Oberbefehlshaber Stalin blieb all dies nicht verborgen. Und im Lauf der Zeit kam dieser immer mehr zu der Überzeugung, dass die Briten und Franzosen das Ziel verfolgten, Hitler gegen ihn aufzuhetzen. In Russland herrschte die ersten Monate nach dem Abkommen eine Stimmung der Besorgnis, obwohl die brutalen politischen Säuberungen nun weitgehend der Vergangenheit angehörten. Für den Großteil des sowjetischen Volkes war das Leben ein bisschen leichter geworden und ein bisschen fröhlicher.
Doch hinter dieser Fröhlichkeit wuchsen bei einigen Russen bereits Zweifel an der vielgepriesenen Unbesiegbarkeit der Roten Armee, deren Führung durch die Säuberungsaktionen ernsthaft geschwächt worden war. 90% der Generäle, 80% der Oberste, 60% der Feldmarschälle und weit über die Hälfte der Korps- und Divisionskommandeure waren hingerichtet worden. Die sowjetische Offiziersklasse hatte praktisch aufgehört zu existieren. Eine Tatsache, die Hitler natürlich nicht verborgen geblieben war. Vor den Säuberungen war die Rote Armee die leidenschaftlichste Kraft der gesamten russischen Revolution gewesen, die mit ihrer großen Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen nicht nur ein Vorbild für das übrige Russland, sondern für Militärs auf der ganzen Welt darstellte. Jetzt war Eigeninitiative in der Roten Armee nicht mehr länger gefragt. Und die unvermeidlichen politischen Indoktrinationsprogramme ließen keinen Platz für die neuen Militärtheorien der mobilen Kriegsführung, Blitzkrieg und massiver Lufteinsatz, welche von Hitlers jungen Panzerkommandeuren eifrig studiert wurden. Doch der Einfall der Nazis in die Tschechoslowakei im März 1939 unter eklatanter Missachtung des gerade 6 Monate alten Münchner Abkommens zwang die westlichen Staatschefs mit Verspätung zu der Überlegung, doch noch um die Gunst Russlands zu buhlen. Der sofortige Protest Moskaus in Berlin war wesentlich strenger formuliert als zum Beispiel der des britischen Premierministers Chamberlain. Denn Hitler hatte nicht nur Prag besetzt, sondern auch Litauen das Memelland entrissen. Und die Ungarn hatten sich Ruthenien geschnappt. Auch die Polen hatten trotz eines Freundschaftsvertrages mit den Tschechen die Hilflosigkeit ihres Nachbarn dazu genutzt, um sich ein paar hundert Quadratkilometer Fremdterritorium anzueignen. Und die Italiener standen im Begriff, in Albanien einzumarschieren. Den Russen kamen die Aggressoren gefährlich nahe an die eigenen Grenzen. In der Woche, als sich das diplomatische Karussell zu drehen begann, hatten die Briten eine gemeinsame anglo-französisch-sowjetisch-polnische Kommission vorgeschlagen, die im Falle weiterer Aggression in Europa sofort beratschlagen sollte. Russland wollte mitmachen, falls die Polen auch einverstanden waren. Doch deren raffinierter Außenminister Oberst Beck überredete Chamberlain dazu, die Idee fallen zu lassen, zugunsten einer einfachen anglo-französischen Zusicherung, Polen im Falle eines feindlichen Angriffs zu helfen. Chamberlains Berater hatten ihm empfohlen, auf die kleine, unerprobte polnische Armee zu setzen, anstatt auf die Russen mit ihren grenzenlosen Ressourcen. Und obwohl unter anderem Winston Churchill lauthals protestierte, eine solche Garantie sei kaum mehr als eine Falle, wenn nicht auch die Sowjetunion mit einbezogen würde, schließlich hatten weder Großbritannien noch Frankreich eine gemeinsame Grenze mit Polen, im Gegensatz natürlich zu den Russen, beugte sich Chamberlain erneut den Wünschen Polens. Er ignorierte die Sowjets und dehnte die Zusicherung stattdessen auf Rumänien und Griechenland aus. Länder, mit denen die Westmächte, wieder im Gegensatz zu Russland, keinerlei gemeinsame Grenzen hatten. Eine Umfrage in Großbritannien in jenem schicksalhaften Frühling von 1939 ergab, dass 9 von 10 eine enge Zusammenarbeit mit Russland befürworteten. Chamberlain reagierte. Er schlug den Russen einfach vor, sie sollten Polen dieselben Garantien geben, wie Großbritannien und Frankreich es getan hatten. Aber es stellte sich heraus, dass diese russische Zusicherungen gar nicht wollten, denn zu jener Zeit fürchteten sie die Sowjets noch viel mehr als die Nazis. Ein Lieblingsspruch der polnischen Anführer war: Bei den Deutschen mögen wir unsere Freiheit verlieren, aber bei den Russen verlieren wir unsere Seele. Im Gegenzug schlug Russland ein direktes anglo-französisch-sowjetisches Militärbündnis vor, welches Chamberlain auf polnisches Einwirken hin erneut ablehnte. Stalin, der um die Sicherheit seines eigenen Landes besorgt war, wurde immer klarer, dass in einem kommenden Konflikt auf die Westmächte als verlässliche Verbündete nicht zu zählen war. Deshalb begann er, seine Außenpolitik umzustellen. Ein erstes Signal dafür war die Auswechslung seines Außenministers. Litwinow, Verteidiger des Völkerbundes und Freund und Vertrauter des Westens, wurde ersetzt durch den kalten, knallharten, skrupellosen Molotow, Stalins Spießgeselle, dessen Name später zum Synonym für eine Geisteshaltung wurde, mit der der Westen für mehr als eine Generation umzugehen hatte. Trotzdem führte Molotows Ernennung zu keiner unmittelbaren Veränderung der Haltung Russlands. In Moskau lief in diesem Sommer vor vollen Häusern mit offizieller Segnung der neueste Eisenstein-Film Alexander Newski. Das stark antideutsche Thema, eine Darstellung des großen mittelalterlichen Sieges der Russen über die teutonischen Ritter, war ein deutlicher Hinweis, dass man einem erneuten deutschen Angriff mit genau derselben Entschlossenheit begegnen würde.
Molotows erste größere Rede als Außenminister war in erster Linie ein Angriff auf Deutschland. Aber auch Großbritannien und Frankreich wurden kritisiert. Seiner Erwähnung eines bevorstehenden Handelsvertrages mit den Nazis maß man wenig Bedeutung bei. Ebenso wenig wie der Tatsache, dass er bereits mit dem faschistischen Italien erfolgreich einen abgeschlossen hatte. In Großbritannien drängte man immer mehr auf einen Pakt mit Russland. Chamberlain entledigte sich dieses Druckes, indem er eine diplomatische Sondierungsmission nach Moskau ankündigte. Aber während er noch bereit gewesen war, persönlich nach Deutschland zu kommen, um mit Hitler zu verhandeln, wollte Chamberlain zu den Gesprächen mit Stalin jetzt einfach einen unbedeutenden Offiziellen schicken. Dieser Vorschlag gefiel den sowjetischen Führern überhaupt nicht. Sie forderten Großbritannien und Frankreich stattdessen auf, Militärdelegationen zu schicken, und nach ein paar Wochen erklärten sich die Westmächte schließlich einverstanden. Aber statt die obersten Generäle mit voller Handlungsvollmacht zu schicken, was die Russen eindeutig erwarteten, entsandten Großbritannien und Frankreich einfach eine Schar obskurer, halbpensionierter militärischer Gentlemen ohne präzise Weisungen. Chef der britischen Delegation war zum Beispiel der königliche Stahlmeister, ein Admiral mit dem klangvollen Namen Sir Reginald Aylmer Ranfurly Plunkett-Earl-Earl-Drax. Da die britische Admiralität keine Geldmittel zur Verfügung stellen wollte und das britische Außenministerium eine Reise mit Flugzeug oder Zug nicht gestattete, reisten die Missionen fast eine Woche lang mit einem langsamen Passagierschiff und trafen erst Mitte August in Moskau ein. Die Gespräche fuhren sich schnell fest wegen des sogenannten Polenhindernisses. Die Russen wollten das Recht, im Bedarfsfall polnisches Territorium durchqueren zu dürfen, um Deutschland anzugreifen, welches ihnen die Polen vehement verweigerten. Die britische Regierung wollte sie in diesem Punkt auch nicht unter Druck setzen, und diesen Widerwillen interpretierten die russischen Anführer als mangelnde Bereitschaft, wirklich zu einer praktikablen Vereinbarung kommen zu wollen. Am Ende formulierten die Sowjets praktisch ein Ultimatum. Doch auch das führte zu keiner angemessenen Erwiderung. Und innerhalb von 48 Stunden war Hitlers Außenminister Ribbentrop zum Erstaunen der übrigen Welt auf dem Weg nach Moskau, um dort einen sowjetisch-deutschen Nicht-Angriffspakt zu unterzeichnen. Im Grunde die größte Kehrtwendung der zwei erbittertsten Rivalen der Geschichte. One day, when we were on the Obersalzberg and just sat down for dinner, wir waren auf dem Obersalzberg und hatten uns gerade im Speisezimmer zum Essen hingesetzt. Da wurde Hitler von den Dienern eine Nachricht überbracht. Er wurde knallrot im Gesicht, schlug mit der Faust auf den Tisch und sagte mit ziemlich bewegter Stimme: "Jetzt hab ich's. Jetzt ist es geschafft." Und dann zeigte er, eine große Überraschung für uns, ein Telegramm von Stalin, dass an jenem Abend ein Nicht-Angriffspakt zwischen Russland und Deutschland unterzeichnet werden würde. Ein Abkommen mit Stalin in letzter Sekunde musste Hitler schon seit der anglo-französischen Zusicherung an Polen im Hinterkopf gehabt haben. Insbesondere, wenn er beim Angriff auf dieses Land, zu welchem er seit April entschlossen war, einen Zwei-Fronten-Krieg vermeiden wollte. Tatsächlich hatte Washington London seit Mai ständig gewarnt, dass deutsche Diplomaten begonnen hatten, ihre russischen Kollegen unter dem Deckmantel von Wirtschaftsverhandlungen zu umwerben. Obwohl dies erst zu fruchten begann, nachdem die sowjetischen Gespräche mit Großbritannien und Frankreich zu einer solchen Farce ausgeartet waren. Russland sorgte sich nämlich in jenem Sommer 1939 nicht nur um seine Sicherheit im Westen, sondern auch um die Ostflanke, wo man mit Japan einen unerklärten Krieg um die äußere Mongolei austrug. Stalin lag viel daran, diese Bedrohung in seinem Rücken loszuwerden. Und deshalb mag Hitlers Versprechen, die Japaner zum Verzicht auf ihre Ansprüche zu bewegen, sehr wohl den Ausschlag gegeben haben, dass es zu einem Pakt mit den Nazis kam und nicht mit Großbritannien und Frankreich. Aber während die westlichen Staatsmänner noch überlegten, wie der sowjetisch-deutsche Pakt zu interpretieren war, griff Hitler am 1. September, praktisch in derselben Woche, Polen an.